Ach so, das Ding kommt. Ah. Hello friends. Nero Fox ist wieder da. Wie ihr seht, habe ich mir Eye of the Temple ausgesucht. First Steps. Ja, ich hatte mal ein bisschen Bock auf antikes Zeug. Mal gucken, so ein Rätselspaß nach dem ganzen Horrorscheiß. Hab mir jetzt mal die erste Aufnahme von einem Horrorspiel, The Dread Eye, VR, der bestimmt die letzten Tage gesehen. Müsste auf jeden Fall schon online sein, wenn dieses Video online ist. Oh, ich hasse Horrorspiele. Ich merke gerade, ich bin doch noch gar nicht ready, richtig. Oh, Vorsicht nicht, dass der Hut brennt. Day of the Temple, wie gesagt. Noch nie gespielt. Noch richtig blind und ich hab hier so eine Peitsche. Die wir zünden. Oh, das sieht ja gut. Das ist gut, das ist schön. Before we start, please pay attention to the following safety instructions. In this game you will be stepping from one block to another with your own feet. Step when blocks are lined up, do not attempt to jump over gaps. Okay? When the block starts moving, you may feel like you are almost losing your balance. Stand firmly on your feet, do not lean on walls in the game for support. Das wäre ein bisschen blöd. Regel Nummer 1 in VR. There is a small risk of actually losing your balance and falling over. Play at your own risk. Okay. Your whip will automatically uncurl at places where you may need it. At those places you will be near the center of your play area, so you have the proper room to use the whip. Ja, Platz haben wir genug. The game has frequent checkpoints that save your progress. Take breaks, you can stop playing anytime and continue later. Nein! Wir machen durch. Also die Grafik sieht schon mal sehr gut aus. Gut in Anführungszeichen. Oh, Musik. Oh, das ist echt weird, dass das Ding sich bewegt. Dann kann man den Kages einsammeln. Also es ist auf jeden Fall Roomscale, wie man das so nennt. Dass ich physikalisch mich bewegen muss. Oh, da müssen wir nachdenken. Oh. Ah, da kann ich whippen. Hachapa! Als Meister des Whiplashes weiß ich natürlich, wie sowas funktioniert. Er ist echt gut gemacht. Naja, ist Glück, dass ich da nicht rankomme, Vogel. Also kann man so Indiana Jones mäßig. Nee, kann man nicht. Wird es so rum. Ja, doch geht. So und nee. Aha. Also die Physik haben sie schon mal sehr gut gemacht. Gefällt mir sehr gut. Duck, duck, duck. Ja, da bin ich halt mal jetzt mal kurz runtergefallen, wie ist denn sowas passiert? Muss ich mich da etwa mitbewegen? Oh ja, da muss ich mich mitbewegen. Das ist ja mal... Puh, das ist mal interessant. Da muss man tatsächlich mitdenken. Bin ich ja gar nicht gewohnt, dass man da mitdenken muss. Es ist richtig weird, Leute. Ich sag doch, es funktioniert. Also muss ich das Ding auch so anmachen. Bin mir hundertprozentig sicher, dass man das machen muss. Man bei der anderen ja auch gesehen. Warum geht das dann nicht? Oder ich stelle mich einfach nur richtig dumm an. Wie immer, wenn etwas nicht funktioniert, ja, geht doch.
Oh, jetzt muss man... Geht doch. Aber ich muss sagen, dennoch, das Spiel ist recht entspannt. Passiert nicht allzu viel. Und geht es jetzt hoch? Was ist... Ich werde angegriffen. Gehen Sie fort. Ich hab's drauf, ich bin fucking Indiana Jones. Dann geht's jetzt wohl da rein. Musik? Na endlich. Geht's jetzt endlich mal los hier. Gar nix. Ich bin fucking Indiana Jones. Easy. So. The area, the atrium. The atrium. Das sieht spannend aus. Also es gibt auf jeden Fall mehrere Areale. Hack. Oh, die Höhenverhältnisse sind schon gut. Mal kurz die Gegend anschauen. Oh, das wird noch so viel zu machen scheinbar. Ja, Odin. Odin, wie komme ich da hin? Wahrscheinlich muss ich rippen. Vorsicht, gell, nicht, dass ich dich hau, Odin. Nee, das macht ja keinen Sinn. Ich glaube, ich weiß, worauf das Spiel hinaus möchte. Laufen und gleichzeitig whiplashen. Okay, versuchen wir mal. Nee, geht nicht. Halt, stopp. Mir ist ja gerade die Idee eingefallen, wie das funktioniert. Ist doch klar. Mensch, um die Uhrzeit bin ich auch nicht mehr der Hellste. Machen das. Dann geht das auf. Und dann tun wir von hier whiplashen. Ganz klar. Und geschafft. Dass ich mich so angestellt habe, Mensch. Yes. Odin. Oh, 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 oh. Das war knapp. Oje. Mal richtig vorsichtig sein hier. Oje. Es sieht ziemlich gefährlich aus. Ich weiß nicht, was passiert. Ach so, das Ding kommt. Ah. Puh. Puh. Oh, das war knapp. Das hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall gibt es richtig viele Möglichkeiten. So viele Wege, die man gehen kann. Das ist stupide, immer nur eins. Und es gibt einfach mehrere Adventures zu erledigen. Access in Full Game Only. Ich habe kein Full Game. Oh Mist. You have complete. Consider wishlisting the upcoming Full Game. Thank you for playing. Okay. Müssen wir halt mal warten, bis das Full Game kommt wahrscheinlich, wenn es noch gar nicht verfügbar ist. Müssen wir schauen. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.